Was haben wir hier? Neue M3 Competition in Schwarz Metallic. Ich finde, das Ding sieht richtig mega aus. Brachial. Hier ausgestellt die Stoßstange mit den Lüftungsschlitzen. Echt ein brutales Teil. Und in Schwarz kommt es mit der Niere noch richtig gut rüber. Ja, das Fahrzeug ist neu. 80 Kilometer auf der Uhr. Und wie ihr seht, gibt es nicht viel zu sehen. Der Lack ist stumpf. Obwohl er neu ist, das heißt Baumharz, Vogelkot, Fliegenreste, der ganze Scheiß von den Straßen, aus der Luft, frisst sich in das tolle Fahrzeug ein, was natürlich Arbeit kostet und Pflege kostet. Und der Kunde hat jetzt sich entschieden, das ist schon das dritte Fahrzeug, was jetzt kommt, denn mit unserer mit stärksten Permanentbeschichtung, was es momentan gibt, zu beschichten, entweder 5 Jahre, 10 Jahre oder 15 Jahre, der Kunde hat die 5 Jahre Variante gewählt. Und da werden wir jetzt eine Woche dran rumarbeiten an der Kiste. Und dann hat er diese Probleme nicht mehr. Ja? Gucken wir nochmal. So. Da passiert echt nichts, eine Katastrophe. So, und dann hier, Bremsanlage. Der Kunde hat die schwarzen gewählt, finde ich auch gut. Da ist alles richtig schön black. 6 Kolben haben wir jetzt drin. Yay! Yeah. Bin mal gespannt, ob die besser ist wie die alte Serie. Die matt. Ich sag mal, matt dunkelgrauen Felgen, die waren auch beschichtet. Wir machen hier die stärkste Variante drauf, aus dem Grund, weil es über 700 Grad hitzebeständig ist. Das heißt, auch wenn er mal auf die Strecke geht oder sowas und Hitze entwickelt, wird die, ich sag mal, Keramikbeschichtung nicht weggebrannt. Und viele Permanentbeschichtungen brutzelt halt von der Hitze dann weg und dann war es das. Und die bleibt wirklich bestehen. Das heißt, der Kunde hat easy to clean, muss seine Bremssättel nicht arg schrubben, seine Felgen nachher nicht arg schrubben. Die werden auch komplett beschichtet. Und dann hat er da einfach die nächsten 5 Jahre mindestens Ruhe. Ja. Gehen wir noch hin. Hat schon schick gemacht, das Ding. Ja. So, gehen wir nochmal rauf. Ja, also ein richtiger Film. Das heißt, das Wasser fresst sich am Lack fest oder setzt sich am Lack fest. Und somit kein Easy to Clean, kein Abperleffekt, kein Selbstreinigungseffekt, gar nichts. Jo, dann gehen wir mal noch schön, ne? Gucken wir mal schön rein. Ja, M1, M2 Schalter, das hat mein M noch nicht. Das Carbon wird auch beschichtet. Kann man alles beschichten, ist dann auch kratzresistent oder kratzerresistent. Das ist natürlich auch wichtig, auch für den Werterhalt, wenn man es nachher weiterverkaufen möchte. Ja, schon schön schick gemacht, ne? Die Sitze, Serie, auch beleuchtetes Emblem, ne? Ja, sieht man das? Ja. So, Carbondach. Ja. Ich finde ihn schon cool und richtig schön breit. Und so muss das sein, ne? 4-Rohr Auspuffanlage. Ja, also dann beschichten wir jetzt. Legen wir los. Wir brauchen eine Weile. Und dann sehen wir uns nachher wieder zum bearbeitenden Effekt, sage ich mal, ne? Zum später Effekt. Also bis nachher, bis später. Ciao. So, guckt ihn euch an, K-Effekt Performance, Freunde. Neue M3. Wie krass das Teil jetzt aussieht. Schon heftig. Bis zu 15 Jahre hebt die Beschichtung, je nach Kundenwunsch. Mega. Ja, jetzt zeige ich euch nochmal kurz den Wassereffekt, obwohl es mir echt schwer fällt, aber wir müssen es halt auch mal wieder zeigen, ne? Und von dem her, ich muss jetzt schon heute. Jetzt Achtung, zack. Und jetzt haben wir den richtigen Effekt hier, ne? Das Zeug bleibt kaum drauf. Ja, und dadurch habt ihr natürlich auch den schönen Selbstreinigungseffekt. Ich mache jetzt bloß hier eine kleine Stelle, hoffe, dass nicht zu viel. Ja, man sieht es hier. Ja, wir können es auch hochlaufen lassen. Kaum oben haut es schon wieder ab, ne? Ja, kann man richtig schön. So, echt brutal. Und das natürlich auch auf den Alufelgen. Hier, ne? Bremssättel sind gemacht. Sensationell. Ja, das wollte ich noch mal schön zeigen. Hat jetzt eine Woche gedauert, das Fahrzeug. Und muss jetzt noch eine Woche austrocknen. Ach, kurz zu den Spiegeln. Also ich finde, die alten Spiegel waren schöner. Ich finde die hier zu kantig, viel zu kantig. Aber ja, Geschmackssache, ne? Aber so sieht jetzt schon geil aus. Drehen wir mal noch schön, gucken wir den noch schön von hier hinten an. Brutal. Ja, Kunde wird sich freuen. Ist jetzt schon das dritte Fahrzeug, was er bei uns hat. Ja, und kommt von sehr weit weg her. Also, das war's.
neuen M3. Extrem Detailing bei KaiFact Performance. Macht's gut, bis dann, ciao.